Was geht, Leute? Hier ist euer Alexis. Guten Morgen, würde ich erstmal sagen. Ich habe mir überlegt, als 50 Abonnenten-Special einen ganzen Tag von mir zu filmen, zumindest ein paar Ausschnitte, so weit wie es geht. Weil alles darf ich euch nicht zeigen, zum Beispiel die Wohnung unten bei meinen Eltern darf ich nicht filmen. Aber ich darf filmen, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und dann eben auch noch hier ein paar Sachen, die ich noch zu tun habe, werde ich einfach alles filmen. Und ich fange jetzt erstmal an zu duschen. Weil das habe ich heute nicht am nötigsten. Egal wie meine Haare jetzt aussehen, sie sehen schrecklich aus, das weiß ich jetzt schon. Und damit meine Haare sich halt eben legen und auch wieder schön aussehen, werde ich jetzt erstmal duschen gehen und dann wieder das Übliche dort im Bad machen. Nein, nicht das, was ihr meint. Natürlich muss ich mir die Haare dann im Bad noch trocknen. Das habe ich gemeint. Was meint ihr denn? Wisst ihr, Freunde, ich beginne das morgendliche Dasein eigentlich immer gleich. Ich gehe jetzt mit ins Bad. Oh, viel zu hell. So, da sehen wir hier liegen meine Handtücher. Warum auch immer meine Handtücher hier liegen? Da. Warum liegen die auf dem Boden? Die dürfen nicht auf dem Boden liegen. Hier noch ein paar, keine Ahnung, kurze Hose für meinen Bruder, wenn ich Fußball spiele, lange Hose, wenn es kalt wird, damit ich mich da umziehen kann. Die ziehe ich auch wirklich nur dann an, wenn es geschüttet hat und es ziemlich, ziemlich kalt ist. Und dann habe ich hier noch, oh, toll, jetzt geht der Rest gerade runter. Und dann habe ich hier noch meine normale kurze Hose. Ja, so sieht's aus. Jetzt liegt der ganze Scheiß hier auf dem Boden. Ich mache weg hier. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie mache ich das jetzt? Oh Mann, ey. Man sieht mich nicht, sehe ich gerade. Leute, ich sehe euch gleich, wenn ich fertig bin mit Duschen, okay? Bis dann. So, ich bin jetzt fertig mit Duschen. Und keine Sorge, ich bin ab dem Handtuch um mich rum. Also von dem her. Das hier hinten sind einfach nur alte Klamotten, habe ich aber schon mal gesagt. Und ja, das allererste, was ich natürlich mache, Zähne putzen. Natürlich funktioniert das super, wenn ihr eine fast eigentlich schon komplett leere Zahnpasta habt, auf die ihr dann ordentlich draufdrücken müsst, damit was rauskommt. Da kommt was raus. Da kommt was raus. Glaubt mir. So, was rausgekommen ist doch. Zähne putzen. Da ist ein Spiegel, also nicht wundern, ja. Okay, 13.28 Uhr und das ist ungefähr so die Zeit, wo ich mir die Zeit nehmen werde für euch, wo ich dann anfange, einfach so eure Kommentare zu beantworten. Ich mache das auf allen drei Kanälen um die Uhrzeit, also ich gucke auf allen drei Kanälen mal kurz vorbei, ob da vielleicht irgendwas Neues ist. Ganz aktuell haben wir vor 13 Stunden ein Video hochgeladen auf dem Nixogamer 2.0 Kanal, nämlich das Forschungsvideo von Spotlight und Blackout. Hier haben wir das Video, das hat 12 Aufrufe vor 13 Stunden. Ist eigentlich ganz gut geworden. Also das mit dem Hund spazieren gehen, filmen, ist leider doch nichts geworden, weil mit dem aktuellen Stand unseres Wetters ist das leider doch nicht möglich. So stark wie der Wind ist, glaubt mir, das ist echt nicht normal. Was ich jetzt momentan mache, ist ganz einfach zu erklären. Moment, einen Augenblick. Ich bin gerade hier dabei, hier mein Video zu bearbeiten. Das ist ziemlich aufwendig. Weil ihr müsst ja wissen, mein Kanal ist ja, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon seit Anfang an, ein reiner App. Also rein aus App halt eben besteht der. Meine Videos werden nur mit Apps gemacht irgendwie. Und trotzdem sind wir erfolgreich damit. Und momentan bin ich noch dabei, das Ganze hier zu bearbeiten. Ich übertrage das alles auf die SD-Karte, die ich momentan hier in der Kamera drin habe. Dann lege ich das mir in das Tablet ein, bearbeite es dann da und lade es dann dementsprechend auch noch hoch. Und ja, einige Szenen habt ihr bestimmt schon gesehen gehabt, sehr interessant bis hierher. Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich noch groß machen? Falls ihr euch fragt, was das hier ist, keine Ahnung, deswegen so ein Spiel, keine Ahnung. Hier sind Lieder drauf, die ich
für Vlogs und so benutze. Also da schreibe ich mir dann auf, keine Ahnung, ich habe jetzt hier keinen Zettel gehabt, deswegen habe ich es mir da drauf geschrieben. Ich schreibe mir immer auf solche kleinen Zettel solche Lieder drauf, die ich dann für meine Vlogs dann benutze. Also als Musik dann halt eben benutze ich dann, die benutze ich dann für meine Vlogs und so. Also da stehen Titel drauf, die mir vorgeschlagen werden per Google+, Instagram, WhatsApp, Facebook oder keine Ahnung wo. Die werden mir dort halt eben vorgeschlagen, die höre ich mir dann an und hole sie mir dann dementsprechend, diese Lieder. Damit ich die dann halt eben dementsprechend für meine Videos benutzen kann. So, es ist 15.15 Uhr. Ich weiß, die Zeit vergeht recht schnell, aber das ist für mich immer die Zeit, in der ich meinen Fernseher anschalte, um ein bisschen runterkommen möchte, ein bisschen chillen möchte. Was kommt denn hier Schönes? The Middle, never ever. Auf Streife Berlin. Sicher. Verdachtsfälle. Nicht so mein Fall. Es gibt teilweise auch ein paar Sender oder Serien, wo man sagen muss, nicht so meins. Die Pinguine Gask auf Nickelodeon. Alles klar. Komm, wir gucken mal, was ProSieben Max abgeht. One Piece! Oh, das ist doch vorbei. Oh, ich mag One Piece, ey. One Piece ist einer der besten Animes. Mein Lieblingsanime ist und bleibt aber Dragon Ball Set. Auf jeden Fall. Ey, hier kommt wirklich nur noch Dreck, oder? Nix Gescheites hier. ProSieben. Hier kommt in 18 Minuten sind es genau. 18 Minuten. In 18 Minuten kommt The Big Bang Theory. Das gucke ich auf jeden Fall. The Big Bang Theory ist einer meiner Lieblingsserien. Meine Zweitlieblingsserie. Davor, ihr wisst ja schon, How I Met Your Mother, definitiv beste Serie überhaupt. Und ja, dann melde ich mich mal später wieder. So, wir haben jetzt 16:45 und ja, ich kann euch jetzt schon mal sagen, in einer knappen Stunde fahre ich nach Heilbronn ins Kino, nach Neckarsulm ins Kino. Dort schaue ich mir den Film Baywatch an. Ich bin mal gespannt, was da abgeht. Eigentlich hätte ich ja viel lieber, ihr wisst wahrscheinlich auch hundertprozentig, mir viel lieber Flug der Karibik angeguckt, aber den Film darf ich mir nicht angucken. Und was ich jetzt momentan mache, ich esse ein Bäckchen und ich trinke dazu Kava, den ich mir selber zugerührt habe. So erfrischend. Ey, da ist ein Flugzeug! Sag gerade Hallo zum Flugzeug! Hallo Flugzeug! Soll das auch so sehen? Zu viel? Ja, recht schlecht. Hey, wo ist der Flieger hin? Da bin ich mal auf der Kamera drauf. Naja. So, meine lieben Freunde, es ist jetzt... Moment, wo ist mein Tablet? Da ist mein Tablet. Ich will nur schnell gucken, wie viel Uhr es ist. Denn es ist jetzt ungelogen 23.55 Uhr, also 5 vor Mitternacht. Und ich komme jetzt gerade von Neckarsulm, von dem Film Baywatch. Und ein kleines Zitat zum Film. Der Film war wirklich, muss ich sagen, sehr lustig, sehr actionreich, sehr abenteuerreich. Also Fun, Action und Abenteuer war alles mit dabei. Der Film ist wirklich sehr weiter zu empfehlen. Wenn ihr bis dato noch nicht drin wart, holt das auf jeden Fall nach, denn der Film ist wirklich, wirklich geil gemacht. Und wenn es davon irgendwann mal einen zweiten Teil geben sollte, ich würde mir auf jeden Fall angucken. Definitiv. So, Freunde, das war ein ganzer Tag von mir. Also so viel war es da eigentlich nicht gewesen. Aber das Wichtigste zusammengefasst in einem Video war schon ganz ordentlich gewesen. An dieser Stelle geht nochmal ein großes Dankeschön an meine Mutter raus, die mich heute dort mitgenommen hat zu diesem Film. War wirklich cool, werde ich auf jeden Fall nicht mehr so schnell vergessen. Wirklich weiter zum Film. Es war wirklich, und ja. Wir sehen uns dann zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon dabei, das nächste zu bearbeiten. Aber
Wir sehen uns auf jeden Fall bis morgen. Peace.